Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Die Debatte um den Verbleib des Obelisken ist, das sollte im Laufe der letzten Monate allmählich klar geworden sein, eine Stellvertreterdiskussion. Hier geht es nicht in erster Linie um ein Kunstwerk, das ästhetisch auf die eine oder andere Weise kontrovers beurteilt werden kann, sondern um ein Symbol dafür, welche Stadt wir eigentlich wollen, welche Botschaften den öffentlichen Raum in dieser Stadt prägen und welches Signal wir hier an die gesellschaftliche Öffentlichkeit aussenden wollen. So gesehen ist dies auch ein Lehrstück darüber, was zeitgenössische Kunst nicht zuletzt auch ist, nämlich ein Stein des Anstoßes, der seine wesentliche Kraft aus der Kontroverse entfaltet und der erst durch den politischen Kontext dieser Kontroverse mit Bedeutung aufgeladen wird. Das ist eine Banalität, aber man gewinnt den Eindruck, dass manche hier hartnäckig versuchen, diese Tatsache zu ignorieren. Die einen, CDU und AfD, wollen sich dieses Symbols für ein weltoffenes, solidarisches und antirassistisches Kassel so schnell wie möglich entledigen. Ich werde an dieser Stelle gar nicht nochmal ausführlich auf die Hetzkampagne der AfD eingehen, bei der es um alles Mögliche geht, aber nun garantiert nicht um Kunst im öffentlichen Raum. Aber nochmal an die Adresse der CDU. Erstens, der Nicht-Ankauf des Obelisken würde der Documenta international gesehen großen Schaden zufügen und ihrer Neustrukturierung und Neuformatierung schaden. Zweitens, der von Ihnen gefürchtete Gewöhnungseffekt auf dem Königsblatt ist auch schon längst eingetreten. Er steht seit über einem Jahr an dieser Stelle und ist bereits zu einer Art Wahrzeichen geworden. Die anderen, also der Oberbürgermeister, in seinem Schlepptau die hauptamtlichen Magistratsmitglieder und den Nachtrab wiederum die SPD-Fraktion, wollen sich einem überregionalen gesellschaftlichen Konflikt entziehen, der Ausdruck eines gesellschaftlichen Rechtsrucks von unabsehbarer Tragweite ist und sich hier in Kassel stellvertretend am Obelisken manifestiert. Sie können aber die Uhr nicht zurückdrehen. Ein Kunstwerk, das inzwischen eine Projektionsfläche für die Haltung der Stadt im politischen Großkonflikt um den Umgang mit Flucht und Migration ist, kann nicht mehr einfach nur als ein x-beliebiges Dokumentenobjekt behandelt werden. Diese Kontroverse muss offensiv angenommen und ausgetragen werden. Und ebenso wenig hilfreich wie der falsche Mittelweg, den Obelisken zwar anzukaufen, aber ihn dann aus dem zentralen Blickfeld der Öffentlichkeit auf dem Königsplatz zu entfernen, ist die in letzter Zeit überhandnehmende Basta-Politik des Oberbürgermeisters, der die einsamen Entscheidungen, die er mit den hauptamtlichen Magistratsmitgliedern auf dem kurzen Dienstweg getroffen hat, den Gremien und den Bürgerinnen der Stadt über die Presse mitteilen lässt. Wer so agiert, ist nicht in der Position, dem Künstler vorzuwerfen, er rede mit der Stadt durch die Medien. Darüber hinaus frage ich mich, ob der Oberbürgermeister und die SPD-Fraktion sich damit auseinandergesetzt haben, was der Obelisk auf dem holländischen Platz eigentlich zu diesem Zeitpunkt jetzt soll. Ein Hauptargument gegen den Standort Königsplatz ist doch die fehlende Gestaltungsfreiheit. Die aber würde man sich auf dem holländischen Platz von vornherein verbauen, wenn der Obelisk nur auf diesen Sommer umgesetzt wird. Oder gibt es da etwa schon detaillierte Pläne für das Dokumentarinstitut, von dem das die Stadtverordnete nicht wissen? Das wäre spannend. Was Sie anscheinend übersehen haben, so wie es von rechts eine Kampagne gegen den Obelisken gibt und gegen all das, wofür er steht, gibt es aus der Mitte der Gesellschaft eine Welle der Solidarität für den Obelisken. Zwar nicht in den HNA-Kommentarspalten, aber deutlich wahrnehmbar in Kassel und weit darüber hinaus. Und ich kann Sie nur ermuntern, diese zivilgesellschaftliche Gegenbewegung auch als Queere zu sehen, ihr Signal aufzugreifen und in ihre politische Entscheidung mit einzubeziehen. Lassen wir den Obelisken ein Bollwerk der Menschlichkeit und der gesellschaftlichen Solidarität werden, auch als Zeichen der letzten Documenta und ihrer Botschaft. Nun ist die Situation ja verfahren. Letzte Woche dachten wir, es käme jetzt Bewegung rein, ein Kompromissvorschlag wurde gemacht, der unseres Erachtens auf breite Akzeptanz stoßen müsste. Aber weit gefehlt. Die SPD hält unbeeindruckt an ihrem Antrag fest. Kompromiss hieße aber, dass alle Seiten einen Schritt aufeinander zugehen. Es ergibt gesellschaftspolitisch keinen Sinn, den Obelisken loszuwerden. Aus der Innenstadt oder ganz aus der Stadt. Dadurch verschwindet weder das thematisierte politische Feld, noch die für manche wohl immer noch schmerzliche Erinnerung an die vergangene Documenta. Sollte das der Plan sein, wird er scheitern. Wir stehen nach wie vor zum Obelisken auf dem Standort Königsplatz. Die Kasseler Linke beantragt vor diesem Hintergrund, den Antrag der Grünen in seiner ursprünglichen Form abzustimmen und unterstützt gegebenenfalls den Kompromissvorschlag der Umsetzung des Obelisken auf dem holländischen Platz nach Fertigstellung des Documenta-Instituts. Es ist jetzt an der SPD, sich in einer polarisierten Situation zu entscheiden. Vielen Dank.